Ja, und damit herzlich willkommen zurück zu Cyberpunk 2077. Ich habe jetzt erstmal eine Weile Pause gemacht davon, weil ich vieles anderes gemacht habe. Aber das macht ja nichts, weiter geht's. Und ja, wir sind hier in den ersten Missionen. Und zwar die erste, ja, wir müssen erstmal folgen. Ja. Und ich habe mich hier, im letzten habe ich habe jetzt erstmal schauen müssen. Ich habe mich ja für eine weibliche Figur entschieden. Und ja, schauen wir mal, wie das Ganze so für mich ausgeht. Erstmal folgen, betritt Jackie den Aufzug. Irgendwas drücken? Nein. Was steht denn hier schon wieder? Ziel heißt Sandra Dorset. Ihr Uffle. Biomon ist vor ein paar Stunden ausgegangen. Vermutlich Entführung. Das Ziel könnte schon tot sein. Vielleicht kommt ihr zu spät. Wir, Buck, wir. Du bist zwar nur über Funk hier, aber das heißt nicht, dass du nicht zum Team gehörst. Team. Charmant. Beruhigt euch, alle beide. Wir sind fast da. Ja, Buck. Konzentrier dich. Ich zieh mal lieber die Waffe. Na gut, für einsammeln, Dinge sammeln, habe ich später noch genug Zeit. Apartment 1237. Ziel müsste drin sein, aber ich sehe ihren Biomann nicht. Ich hoffe, wir sind nicht zu spät. Du das? Ich hasse diesen auf Leben und Tod Scheiß. Beeilt euch. Oh, versucht die Tür zu hacken. Oh, kannst du das Schloss umgehen, weh? War das jetzt? Hätte ich ja können zeitiger drücken. Okay. Ach Gott! Was habe ich denn jetzt gemacht? Also nein, da fängt er schon wieder an. LLB habe ich gelesen. Ich jetzt. Soll ich die Peinlichkeit drin lassen? Ich glaube schon, ja. Ziel heißt Sandra Dorset. Ihr Biomon ist vor ein paar Stunden ausgegangen. Vermutlich Gott. Entführung. Das Ziel könnte schon tot sein. Vielleicht kommt ihr zu spät. Wir, Buck, wir. Du bist zwar nur über Funk hier, aber das heißt nicht, dass du nicht zum Team gehörst. Team. Charmant. Buck, versuch wenigstens mal nett zu sein. Wenn du was Nettes willst, ruf die Seelsorge an. Ja, jetzt habt ihr auch den anderen Kommentar gehört. Ja. Apartment 1237. Ziel müsste drin sein, aber ich sehe ihren Biomann nicht. Und vielleicht schaffe ich, nicht zu spät. Du das? Schaff ich das jetzt. Ich hasse diesen auf Leben und Tod Scheiß. Beeilt euch. Ah, ich habe sie bloß reingewunken. Versucht die Tür zu hacken. Kannst du das Schloss umgehen, weh? Ja, das versuche ich. Das letzte Mal habe ich es auch versucht. Ziehen, ducken, Affe ziehen. Wie hacke ich denn was? So. Bewegung, Chica. Wie soll ich denn hacken? So. Und jetzt? Ich bin wieder so. Frag mich nicht. Ab jetzt leise. Ich bin immer leise. Und ich bin auch gerne am Einsammeln.
haben wir denn hier alles? Nachschauen wie? Nachrichten? Nachschauen wie? Ich komm doch gleich. Ich bin doch neugierig nur. Sind wir zu spät? Ist sie das wie? Die Zielperson. Oh. Sandra Dorsett ist geschützt gemäß Echelon 2 Konzernimmunität. Die ist richtig wichtig. Die hier hat nur Zetatec Repos vom Schwarzmarkt. Typische Gossenarbeit. Sie also nicht. Suchen wir weiter. Okay, das ist nicht die Person, die wir suchen. Okay. So viele Dinge zu sammeln. Bleibe ich gleich geduckt? Wir entdecken uns sowieso irgendwann. Gehen wir da stark davon aus. Achtung, da kommen noch mehr. Sind fast bei euch. Verfluchte Parasiten. Chance abwarten. Ach, das bist du. Cabrones, wie Heuschrecken. Warten wir und planen die Sache. Hey, mach ihn kalt, aber leise. Übernimm den da, bei dir. Holen wir sie. Okay. Das hat gut funktioniert. Alle ausgenockt. Aber da kommen sicher noch mehr. Los, beeil dich. Bin genau hinter dir wie. Schläft nicht, der Feind bewegt sich. Die sehen uns sonst. Okay, ich mach das mal spannender. Wird sowieso gleich Action geben. Also. Genau zwischen die Augen, wie du kriegst das hin. Da sind noch mehr Scavs. Der Laden muss sauber sein. Ihr wollt doch die Zielperson nicht unter Beschuss daraus bringen. Keine Makrobe im Rücken. Du hast ja so recht. Der Raum, in dem er ist, hat den Balkon. Fenster links von euch. Gebt mir 2 Sekunden fürs Schloss. Los mit! Okay, wie? Gib mir von der Seite Deckung! Ich mach den Rest! Okay, hab die Tür gehackt. Passt auf euch auf. Hörst du nicht drauf? Er schießt durch die Tür. Ah!
Sensoren sichtbar. Ihr habt ihn erledigt. Die Luft ist rein. Scheiße. Zum Teufel ist unser Ziel. Seht euch um. Sie muss hier irgendwo sein. So eine verfickte Scheiße. Ich glaube, ich hab sie. Unsere Zielperson. Haben wir es geschafft? Lebt sie? Das wissen wir gleich. Schließ ihren Biomon an. Ich muss wissen, womit wir es zu tun haben. Das sieht nicht gut aus. Mit einer Wanne voll Eis. Mit noch einem anderen. Fuck. Wie Fleischbrocken. Reiß dich zusammen, wie. Wenn sie überlebt, erinnert sie sich an nichts. Winzige Narbe am Unterbewusstsein, das war's. Hab gehört, die Leute, die sowas erleben, kriegen Panikattacken. Ohne je zu wissen, warum. Du trinkst nur ein Glas Eiswasser und plötzlich fängt deine Hand an zu zittern. Wie, schließ ihren Biomon an. Ich muss wissen, womit wir es zu tun haben. Schließe an. Sandra Dorsett, NC570442. Traumateam Platin. Platin? Scheiße. Die hätten auf den kleinsten Nieser reagieren müssen. Die haben ihr Transmittersignal gestört. Wir haben einen gehackten Biomon. Firmware Reconfig oder einen Neurovirus. Carajo, T-Bug. Du kannst das nicht sehen. Hier sind nur Wannen, Eis, Haken und Beile. Also Scorplutscher-Hack, was? Ich hab da eine Idee. Check den Neuropod. Wenn da ein Splitter ist, zieh ihn raus. Der könnte den Biomon stören. Ist das nicht gefährlich? Können wir sie nicht einfach wegschaffen? Sie ist hier und atmet. Mach jetzt keinen Rückzieher. Wir brauchen den Biomon intakt, um Blutungen zu finden und so. Such den Splitter und zieh ihn raus. Splitter gefunden. Ich zieh ihn raus. Check den Biomon. Hat sich was geändert? Hallo, Sandra. Falls du bei Bewusstsein bist, nimm jetzt die stabile Seitenlage ein. Eine Notevakuierungseinheit wurde ausgesandt und trifft in 180 Sekunden an deinem Standort ein. Der Biomon sagt, Traumateam ist in 3 Minuten hier. Dein Premium-Plan deckt 90% der voraussichtlichen Kosten deiner Rettung und Behandlung ab. Pobrecita. Holen wir sie aus dem Eis raus. Jack, Augen auf, das war's noch nicht. Wer weiß, was da draußen ist. Bin bereit, wie. Zieh dein Ding durch. Oh, fuck! Herzstillstand! Wie? Sag mir, was da los ist. Jackie, Air Hypo, fuck, das ist nicht gut. Fang, Chica! Ich glaube, scheiße, es hat geklappt. Fuera, Chica, bring sie nach draußen. Fuera, schaff sie raus. Oh, ob YouTube das so gut liebt, sie ist ja das so gut. Diese Freizügigkeit. So, kommt da jetzt gleich jemand? Landung, Abstand halten. Sicherheitsprotokoll wird eingeleitet. Befolgen Sie die Instruktionen. Weiten Sie den markierten Bereich. Ich bin markiert. Weiten Sie den markierten Bereich. Meide den markierten Bereich. Okay. Meiden Sie den markierten Bereich. Wieso meide ich den? Ach so, damit ihr freie Bahn habt. Patienten auf den Boden legen. Fünf Schritte zurück, jetzt. Hey, das wäre auch so zurückgegangen. Muss ich mich gleich schubsen. TT-133 an Zentrale. Patientin NC570442 gesichert. Stimulanz wird verabreicht. 70 Milligramm Dopamin. 110 Norepinephrin. 800 Fibrin. Na da. Jetzt sind sie weg. Kann ich auch runterfallen? Okay. So, Auftrag erledigt. Verschwinden wir.
Der Fahrstuhl bringt uns direkt zur Garage. Gute Arbeit. Die Shitshow ist vorbei. Ich klink mich aus. Wir sehen uns bald. Hör zu, Chica. Ich habe was zu erledigen. Kann ich deinen Wagen borgen? Ich habe ein Date mit Misty und... Komm schon, ich kann schlecht die U-Bahn nehmen. Okay, kannst ihn haben, Jack. Aber gewöhn dich nicht dran. Du rettest mir den Arsch, Vi. Gracias. Soll ich dich nach Hause fahren? Ja, danke. Ich bin hundemüde. Oh, fast vergessen. Du solltest Wakako anrufen. Ihr sagen, der Job ist durch. Ah, okay. Ach nein, Anruf. Wakako. Ah, so ging das mit dem Anrufen. Wie lief es? Ist die Klientin gesund und munter? Relativ gut. Traumateam hat sie uns abgenommen. Sie kommt durch. Wunderbar. Eure Bezahlung wartet schon. Ihr könnt sie jederzeit abholen. Auch sofort. Aber ihr wollt bestimmt erstmal nach Hause, oder? Das NCPD hat Watson umstellt. Der Bezirk ist völlig dicht. Wenn ihr noch durch die Absperrung wollt, beeilt euch. Danke für die Warnung. Wir kommen später bei dir vorbei. Angeblich hat das NCPD ganz Watson gesperrt. Wenn wir heute in unseren Betten schlafen wollen, beeilen wir uns lieber. Überlass mir das, Chica. Ich fahre. Stadt wie jede andere, nur größer. Nein, Chica, nicht wie jede andere. Lauren Blackhand, Andrew Wayland, Adam Smasher. Von hier kommen Legenden. Bin ich am Verhungern. Holen wir uns was. Bist du dabei? Jackie, die haben Watson gesperrt. Schon vergessen? Oh, shit. Stimmt ja. Bin ich, oder? Ich wusste es. Der Van hinter uns verfolgt uns. Chicago. Wie, das gefällt mir nicht. Kein bisschen. Geh! Ich aus der Puta! Entfassung, Jackie! Na los, Vic! Kann nicht! Halt ihn ruhiger! Festhalten, wie? Ach du Scheiße! Mierda! Chingado! Ah, dein Baby ist arg zerkratzt. Tut mir leid, wie? Schon okay, das kann warten. Fahren wir lieber nach Hause. Let me paint you a picture. Propane in the winter, snowflake in the summer, no cake in for dinner. Can't hang, hit a chinner. Stay praying on a sinner. Verdammt. Verrammel nicht alles. Put a Frank on my shit, let it bang in the whip. I don't break his for nothing. Ey, Zaddy, keep on tapping that percussion. Ey, Flyboy, he's the shit that keeps... Watson ist bis auf Weiteres abgesperrt. Notwendige Sicherheitsmaßnahme. Officer, bitte. Ich bin so froh, dass Sie hier sind. Ach ja? Und was macht mich so besonders? Na, Ihr goldenes Herz. Denn nur jemand mit einem Herz aus Gold versteht, wie dringend ich zu meinem Mädchen muss.
Ihrem Mädchen? Sie macht sich Sorgen, wenn ich nicht komme. Ich meine, ich versuche ihr ein guter Mann zu sein. Sie gibt mir eine Chance. Ein guter Grund. Sieh an, kein Musterbürger, aber trotzdem ein guter Kerl. Lasst sie durch! Aber sie sind die Letzten! Okay, dann mal los. Danke. Einen schönen Abend wünsche ich, Officer. With my hands, let it bake in the stove. Now the team finna blow up. Yeah, yeah, that's me talking. Die mochte dich echt. Meine Leidenschaft hat sie mitten ins Herz getroffen. Genau. Ich bin loyal. Ein Typ für Beziehungen. Und bescheiden. Du weißt schon. Guck mal, wie. Da gibt's aufs Maul. Das sieht nicht wie eine normale Festnahme aus. Weil das keine Bullen sind, sondern Nextech. NCPD-eigene Sondereinheit. Die kommen, wenn was richtig aus dem Ruder läuft. Idioten wie die da fressen die zum Frühstück. Tja, das war's dann wohl. Arme Schweine hatten keine Chance. Time's running out, but the music never stops. 101.9. Ah, ich kann die Fahrt überspringen, das habe ich jetzt gerade gelesen. Es wäre wahrscheinlich auch nicht so viel mehr passiert. Also, dass ich die Gegend halt kenne. Grüß Misty von mir. Werde ich. Hi, Leute. Wo ist er hin? Ah, hier. Oh, jetzt wird es Zeit, nach Hause zu gehen, ja. Gehen wir nach Hause. Garage, Apartments, Garage. Also, gehen wir davon aus, dass ich in die Apartments muss. Fast vergessen. Ich kenne einen Netrunner, der dir helfen kann. Gleich kommen die Details. Die Anzeige, die ist schon ziemlich komisch. Jetzt war die wieder unten. Unten, dann oben. Das blöde Tor ist kaputt, zum dritten Mal. Was ist denn hier los? Ha? Hab schon kann die ich letzten helfen? Beiden bezahlt. Das ist doch Betrug. Das ist es nicht. Ah, wir sind zu Hause. Gehe ins Bett. Das sind ja so optionale Dinge, ja. Einschalten. Was gibt's denn alles zu sehen? Ach, so eine Bude hätte ich auch gern. Naja, gut. Jetzt wissen wir können auch fernsehen, bevor ich mich hinlege. Ja, Zeit für einen neuen Look. Geh zum Beispiel in Wies Apartment oder in den Safe House und wähle die Optionen Aussehen verändern. Du hast schon deine Lieblingsklamotten gefunden. Erstelle Kleiderschrank und so weiter und so fort. Jetzt bin ich mal gespannt, ob man mich sieht. Ah. Aussehen ändern, ja. Gesichtsausdruck. Ah. Bringt mich das irgendwie weiter jetzt? Ist nicht wirklich eine Veränderung, oder?
aussehen. Nein, ich glaube, ich bin ganz zufrieden erstmal, weil ich habe da keinen. Ich bin noch nicht so detailmäßig unterwegs. Spiegel schauen, nicht mehr in den Spiegel schauen, okay. Jetzt ist er weg. Ja. Jetzt ist der Spiegel weg und wir haben ja auch noch hier was zum Schauen. Nachrichten, 4 Nachrichten. Oh. Kaufen 2 Tickets und dritte gratis. 2 Tickets, drittes gratis. Hier ist Werbung. Klicken Sie auf keinen Fall. Webmails, okay. Achtung, Malware entdeckt. Antworten, Fahrzeug kaufen. Ja, das ist alles noch nicht wichtig für mich. Uiuiui. Ich wollte das nur einsammeln. Kleiderschrank, ja. Okay, die üblichen Dinge. Fernseh, Kleiderschrank, Bett. Und in das Bett gehe ich jetzt erstmal. So. Gute Nacht. Okay. Akt 1. Also zwischen verschiedenen dritten Missionszielen wählen. Oh, wie? Keinen Schönheitsschlaf gekriegt? Egal, steh auf. Ich glaube, ich habe mir was eingefangen. Am Verlinkten mit dem Konzern Biomon. Irgendein Neurovirus, oder? Ich muss so weg. Soll er mir sagen, warum mein Kopf und Magen eine Party feiern? Okay, ich fahr dich. Hab deine Karre dabei. Zieh dir was an, ich warte unten auf dich. Okay. Ach, mal duschen. Ah, ich weiß. Okay, ich glaube, ich bin angezogen, oder? Er wartet unten auf mich. Wieso war hier noch ein... Er ist zu, hier kann ich nichts öffnen. Woher weißt du, dass ich hier bin? Und wer ich bin? Ich weiß, wie man an Infos kommt. Wie eine Art Sammlerin. Bis dann, wie? Okay. Ach, was mache ich denn hier? Ich hab Dummheiten gemacht. Ich hab Dummheiten, totale Dummheiten. Was ist das mit der Waffe? Wie stecke ich die weg? Ich weiß ja so ziemlich gar nicht. Okay. Da stecke ich sie weg. Das ist unten hoffentlich schon wieder vergessen. Ich denke, er wartet unten. Wieso zeigt es mir dann das oben? Das ist doch Quatsch. So, Fahrstuhl muss ja irgendwo auch rufbar sein. Ja, ich muss erstmal schauen, wie ich mich hier zurechtfinde. Wieso kommt hier kein Fahrstuhl? Ach, die rennen hier alle noch rumher. Die rennen hier alle noch amok. Ey, sorry, also ich habe halt einfach den falschen Knopf erwischt.
den Menschen. Nein. Ich habe gar keine Ahnung. Reicht hoffentlich nicht über mich. Boah, hier sind so viele Informationen auf einmal. Ich kenne mich nicht aus. Ich will hier halt irgendwie einfach nur weg. Lass mal sehen. Ja, okay. Habe ich überhaupt so viel? Nein, 731, das ist ja gar nichts. Hier ist der Aufzug. Oh. Ja, wo ist denn... Hier. Mein Gott. Eingang, Service. Ist mal weg von hier. Wieso zeigt das immer hier nach oben? Hier, warte, wartet unten. Dann gehe ich erstmal trotzdem unten raus. Hol dir Waffen beim Vision ab. Ich soll Waffen abholen. Ach man, entschuldigt, ich bin noch unbeholfen. Ich soll tatsächlich dort Waffen abholen. Muss ja für mich was da sein, ja. Na komm. Hol die Waffe beim Wischen ab. Lass mal dein Angebot sehen. Nichts lieber als das. Wo steht denn die zum Abholen? Verkaufen? Ist das die? Das ist wirklich richtig. Triff dich mit Jackie, ja, endlich. So. Am Eingang. Hol die Waffe ab und triff dich mit Jackie. So, unsere ersten Berührungen im Spiel. Seit dem 42 GB Update. Ist jetzt unten. Gott, fährt das lang. Ja, bitte. NPC-Scanner, Delikte, das NCPD bezahlt für deine Hilfe bei der Bekämpfung von Verbrechen. Aufträge. Ja, Fixer kontaktieren dich, wenn du dich einen Auftragsort näherst. Fixer. Diese Mitvermittler informieren dich über Aufträge in der Nähe. Ja, jetzt will ich mich am ersten mit Jackie treffen, wie ich hier die ganzen Nebendinge mache. Hier steht er doch. Die Frau der Stunde. Hast ja ewig gebraucht. Hab vom Warten richtig Hunger gekriegt. Ich habe erst mal jemand erschossen. Lass mich nur kurz aufwischen. Dann besuchen wir Senor Vector. Hätte nicht gedacht, dass du asiatisch magst. Dachte, das wäre dir zu exotisch.
Wie meinst du? Was gibt's da nicht zu mögen? Nudeln? Yep. Synth Roast Beef? Yep. Bisschen Chili obendrauf. Und schon hast du Mama Wells berühmte Suppe de Fideos. Gestern hast du was von einer Überraschung gesagt. Erinnere ich mich richtig? Oder war ich high? Wahrscheinlich beides. Vergisst ja dauernd alles. Tja, sieht so aus, als hätte ich einen hübschen Job für uns. Erzähl. Ich meine, vielleicht ist es auch nichts Großes. Aber das Ding kommt von einem gewissen... Wie war doch gleich sein Name? Ah ja, Dexter Deschamps. Der Topfixer in der ganzen Scheißstadt. Der fettärschige Gangster-Messias vom Afterlife. 300 Pfund. Vergoldete Coolness. Dexter Deschamps? Was redet man so über ihn? Ich weiß, du weißt was. War die letzten 2 Jahre untergetaucht. Angeblich hat er sich eine kleine Auszeit genommen. 2 Jahre? Das klingt eher nach Exil als nach einer Auszeit. Was hat er da gemacht? Pizza in sich reingeschaufelt und zu Hardcore-Virtus die Mamba gewürgt. Wichtig ist nur, er ist zurück und braucht eine neue Crew. Uns. Wie hast du das angestellt? Deine Niere angeboten oder so? Soweit ich weiß, sind wir nicht gerade Decks Typ. Wir beide nicht. Aber T-Bug, sie hat den Kontakt hergestellt. Ich wusste schon, als er mich sah, dass wir den Job haben. Ich meine, guck's dir an. Niemand kann diesem Kerl widerstehen, oder? Sicher, Jack. Wenn du meinst. Okay, was ist das für ein Job? Kommen wir da auch lebend wieder raus? Unser Messias will dich persönlich sprechen. Unter 4 Augen. Kein Stress, aber der Deal hängt jetzt nur an dir, Chica. Warum soll ich gehen? Habt ihr ohne mich Strohhalme gezogen, oder was? T-Bug und Dex kennen sich eine Weile. Und meine Visage ist nichts Neues. Dex will dich eben abchecken. Pass auf, V. Es ist sein Job, also gelten seine Regeln. Für jeden ein individueller Ansatz. Alles halb so wild. Vertrau mir. Dann habe ich wohl keine Wahl. Dex ist der Fixer vor dem Herrn. Versteh mich nicht falsch, ich habe nichts gegen Padre und Bacacó. Aber Dex ist eine komplett andere Liga. Du weißt schon. Hör mir auf mit Fixern. Die angelnden Kunden suchen sich den billigsten Idioten für den Job und entsorgen dann seine Leiche. Scheiße. Genau so ist es, wie. Mann, bin ich vollgefressen. Hab dein Auto dabei. War gestern in der Werkstatt, um die Beulen von unserer Begegnung mit den Scavs zu glätten. Danke, Jack. Weiß ich zu schätzen. Okay, Fahrzeug rufen. Mit rechts kannst du dein derzeit aktives Fahrzeug an deinem Standort rufen. Auch günstig. Miguel hat mal wieder beste Arbeit geleistet. Die Karre ist wie neu. Wird sich noch zeigen. Fahren wir jetzt oder was? Lass uns das Baby in Aktion sehen. Komm. Schön. Nächster Halt. Ripper Doc. Hey, Chica. Mach langsam, okay? Ich hab grad erst gegessen. Das wird sich zeigen. Das hängt davon ab, wie sie es fährt. Ich werde sowieso bei Weg vorbeischauen. Hab ein Date mit Misty. Was du nicht sagst. Und oh, sie ist so süß. Versteht mich, weißt du? Oh, das ist okay. Zum Glück. Komm zu mir, wenn Vic deine Schaltkreise entstaubt hat. Dann sehen wir, was Dex für uns hat. Okay. Jetzt habe ich vergessen zu lesen. Ja, ich kann mich noch erinnern, auf der Xbox One, da sah das nicht so belebt aus. Da waren kaum Leute unterwegs.
Und verblasst sah es aus. Blass. Wie auf der Series? Ganz normal. Okay. Hallo. Hey, wie? Dr. Vector empfängt dich jetzt. Ich bleib so lange hier. Misty und ich haben uns viel zu erzählen. Ja. Du siehst freundlich aus. Mach das. Ich schaue mich ein bisschen um, ja. Ziemlich okkult alles. Aber wir haben einen neuen Job. Von einem großen Fisch. Okay. Oh, eine Mieze. Streichel. Eine hässliche Mieze. Kriege ich nichts dafür, wenn ich die Katze streichle? Weil manchmal ist das ja so. Malone vernachlässigt seine Deckung. Okay, was haben wir hier wieder? Obwohl weit verbreitet ist die Installation von Cyberware immer noch ein gefährliches invasiver Eingriff, der nur von qualifizierten Spezialisten durchgeführt werden kann. Ja, Ripper Dogs. In Night City arbeiten diverse Ripper Dogs, die jeweils eine unterschiedliche Palette an Cyber-Upgrades anbieten. Wähle ein gewünschtes kybernetisches Upgrade aus und. Ja, es gibt verschiedene Ripper Dogs in... Ja, ich weiß. Vicky, fit wie ein Turnschuh, alter Ripper. Schön, dich zu sehen. Auch schön, dich zu sehen, wie. Bist eine Weile her. Also, was führt dich zu mir? Letzter Job. Hab mich mit dem Neuro von einer Kundin verlinkt und mir vielleicht was eingefangen. Migräne? Übelkeit? Überempfindlichkeit gegen Licht? Das ganze Paket. Okay, Kleine. Wir kriegen das schon hin. Wie geht's sonst so? Hab einen neuen Fixer getroffen. Hat mir einen Job gegeben. Dexter DeShawn. Echte Größe aus dem Afterlife. Aus dir wird langsam was. Aber gibt's was, das du mir nicht erzählst, Vic? Sei vorsichtig. Sonst nichts. Hab einiges von Dex gehört. Ist wohl nicht so gechillt, wie er sich gern gibt. Ich brauch was Neues. Werkzeug. Kein Spielkram. Besseres Visier und festeren Griff. Wirklich? Jetzt? Endlich? Vic, jetzt wird's ernst. Hab einen Job von Dexter Sean. Ein von der Oberliga. Ich brauch richtig gute Tech. Der Dexter DeShawn. Tja, das ist schon was. Aber lass mich raten. Bezahlt hat er noch nicht. Hör auf zu flennen, Vic. Ich bring dir die Eddies später. Mit Zinsen. Du kennst mich. Ein letztes Mal, klar? Setz dich hin und entspann dich. Hätte ich auch gleich bezahlen können, wenn ich das gehabt hätte. Vielleicht besser. Ich mag keine Schulden, auch im Spiel nicht. Hiroshi-Optik, das Beste, was ich habe. Und passend für das, was du suchst. Verlink dich. Hiroshi? Vic, das ist das Beste, was man finden kann. Klingt für mich, als wär's genau das Richtige. Ich hab versprochen, dich zu bezahlen, aber das könnte ein bisschen zu viel sein. Uns beiden fällt schon was ein. Im Moment will ich nur, dass du in einem Stück wiederkommst, mit den Eddies. Du schaust dich um und wählst aus, ich scanne. Mal sehen, was da drin los ist. Oh. Gesucht. Verfügbare Items, Cyberware für das Gesicht verbessert deine Sicht und ermöglicht dir das.
Informieren in deiner Umgebung. Okay. Für die Hände. Sie hat ja gemeint, sie braucht was für die Hände. Und da wäre eigentlich, das ist ja schon vorhanden, ne? Zwei. Was ist das hier mit zwei? Auswählen. Anzeigen. Derzeit nicht. Nein, derzeit kann ich das nicht. Okay, wir haben was für die Hände. Jetzt machen wir noch was für den Kopf. Die Augen, ja, sichtbar. Das ist wichtig, ja. Das sind noch die billigen Dinge am Anfang. So. Ich habe alles. Was ist... Ah nein, Moment. Was ist hier unten? Was kann ich da? Verfügbare Items, Cyberware für die Integration des Systems. Verbessert deine... er ist verbessert. Oh, jetzt haben wir das große und das große Ganze. Ist auch was für die Arme da? Okay, das ist also das große Ganze. Das werde ich wohl noch nicht kriegen. 5, 8, 8, 5. Ah, ich habe nicht genug Geld. Na, natürlich, ich habe 731. Was will ich denn jetzt schon kaufen? Ja, ansonsten. Für die Arme. Ja, da habe ich ja gerade geschaut. Oh, oh, oh. Mark One, wie gesagt, ein guter Scanner. Zeig Daten auf deiner Netzhaut an. Das Sahnehäubchen ist der eingebaute Linsendisruptor. Einfach gesagt, Überwachungskameras nehmen dein Gesicht nur verschwommen wahr. Aber denk dran, dein Körper ist trotzdem zu sehen. Das sollte gehen. Reagiert auch auf Kiroshi-Tech. Bin bereit. Leg los. Perfekt. Dann los. Leg deinen Oberliga-Arm dort ab. Also, was gibt's Neues im Leben des Victor Vector? Ganz ehrlich, nicht viel. Und genauso gefällt's mir auch. Früher drehte sich bei mir alles nur darum, woher du kommst, wer du bist, was du hast. Und wie ging's weiter? Ich habe einen Schlussstrich gezogen und bin raus. Werd in Night Fucking City nie zur Legende werden, aber wenigstens schlaf ich ruhig. Genau so, danke. Jetzt noch ein Anästhetikum und dann wird geschnitten. Spürst du was? So wie immer. Ich spüre kein bisschen. Weißt du, du fragst mich das jedes Mal. Warum sollten die Dinge plötzlich anders sein? Sicher, Kleine, ist ja nicht so, als gäbe es ein Risiko auf einen Hirnschlag oder Lähmungen. Aber was weiß ich schon, bin ja nur Arzt. Das dachte ich mir. Ich schalte kurz das Licht aus, okay? Okay, testen wir es und sehen die Magie in Aktion. Ich verlinke dich. Anfangs könnte dir unwohl sein. Verschwommene Sicht, wenig Kontrast, Glitches. Glitches, Bugs. Ja, wo es rauskam, meine ich. Also, wie sieht's aus? Fühlt sich alles gut an? Wow, das ist fantastisch, Vic. Sehr schön. Zeig. Okay, okay. Menschen scannen. Ja, das habe ich ja schon gemacht. Für den Scanner. Du brauchst vielleicht eine Gewöhnungsphase, aber beim ersten Mal tut's halt weh. Der Scanner sollte sich irgendwann mit deinen Gedanken synchronisieren und deine Absichten auslesen. Dann habe ich noch einen NCPD-Datenscanner eingebaut.
Damit du, wenn du auf irgendwelche Schurken triffst, weißt, was sie getan haben. Das ist eine Menge Info. Fahndungsdaten. Du hast nun Zugriff auf eine Datenbank mit Personen, auf der ein Kopfgeld ausgesetzt ist. Du kannst die Gefahndeten mit deinem Scanner identifizieren, da sie alle tot oder lebendig gesucht werden. Ist es dir überlassen, mit welchen Methoden du dir das Kopfgeld sichern willst. Okay. Das sollte wunderbar klappen. Jetzt zieh deine Waffe. Du solltest deine Munition und ein brandneues Visier sehen. Was ist mit dem Neurovirus vom letzten Job? Kannst du das checken? Längst beseitigt, als ich dein Implantat eingesetzt habe. Hab alle Schaltkreise gescannt und den kleinen Bastard frittiert. Bist jetzt offiziell bugfrei. Scheiße, Victor, nicht schlecht. Ich bin sprachlos. Nimm das hier und denk an die Dosierung. 2 Züge jetzt und weitere 2 in einer Stunde. Was ist das für ein Zeug? Ein mildes Stim. Verbessert Neuroübertragungen und unterdrückt Nebenwirkungen, bis das Implantat voll funktioniert. Du bist der Beste, Vic. Ich schulde dir was. Dann los. Zeig ihnen, was du kannst. Und wenn du ganz oben bist, vergiss nicht, woher du kommst. Nein, das werde ich nicht. Werde ich nicht vergessen. Ja, scheinen ja wirklich teure Sachen zu sein. Lass die Schmieze nochmal streicheln. Ja, jetzt wo ich rauskomme, natürlich. Oh, feine Mieze. Ja, das gehört eben auch dazu. Oh, liebe Zeit. Was denn hier los? Aber du musst dich von negativen Energien fernhalten. Und von fiesen roten Dingen. Wie? Hör mal. Hab mit Dex gesprochen, als du beim Doc warst. Er ist in seinem Auto. Er wartet auf dich. Parkt hier ganz in der Nähe neben Gramsci Burgers. Okay, dann mache ich mal Werbung für uns. Okay. Hör zu, ich habe hier eine heikle Sache. Deshalb rufe ich dich an. Die Zahl der Cyberpsychoangriffe nimmt weiter zu. Das weißt du sicherlich auch. Aber mir liegt dieses Problem am Herzen. Aus verschiedenen Gründen. Manche Leute meinen, dass man Cyberpsychose behandeln kann. Genau. Ich scanne gleich mal hier wild rum. Ich weiß, wie das klingt. Aber ich finde, selbst eine experimentelle Therapie ist besser als eine Kugel im Kopf. Wenn ich von einem möglichen Angriff höre, sage ich dir Bescheid. Vielleicht kannst du vor MaxTech vorbeischauen. Aber denk dran, du sollst niemanden umbringen. Du sollst den Angreifer außer Gefecht setzen. Und ich lass ihn abholen. Klare Anweisung, oder? Ja, ich habe schon Angreifer. Ja, ich weiß, ich kann mich da entscheiden. Ja. Und habe schon Mist gebaut. Okay, hier ist der Typ. Oh, ich will hier einsteigen, ja. Okay, dann lass mal loslegen. Meister, was gibt's? Yo, Miss V. Ein Vergnügen. Dexter ist schon leibhaftig. Echt schweres Tier. Fahr los. Ich habe eine Frage an dich. Was ist dir lieber? Ein Leben als Miss Nobody, die uralt wird und nach Pisse stinkt? Oder als süß duftende Draufgängerin, die nicht älter als 30 wird, Geschichte zu machen? Entweder du bist Miss Somebody oder du versinkst im Nichts. Night City lässt keinem eine Wahl. Oh doch, das tut sie. Weißt, in meinem Job bin ich immer Mr. Chill. Aber wer meint, das ausnutzen zu wollen? Lernt die Bestie in mir kennen. Okay, hör zu. Ich hab da was Großes. Riesig. Verglichen mit der Jagd auf ein paar stinkende Scavs.
Warte mal. Jetzt hab ich mal eine Frage. Wozu all das, Dex? Warum ich? Jackie oder Tibor könnten jetzt genauso hier sitzen. Hättest nur anrufen müssen. Nenn mich altmodisch. Aber Menschen, mit denen ich Geschäfte mache, schaue ich gern in die Augen. Mit Jaxter hatte ich schon das Vergnügen. Und die süße T-Bug hat mir vor 2 Jahren geholfen. Darum sind wir jetzt hier. Außerdem habe ich eine hübsche Testmission für dich. Aber dazu später mehr. Warte mal. Jetzt habe ich mal eine Frage. Wozu all das, Dex? Warum ich? Jackie oder Tibor könnten jetzt genauso hier sitzen. Entschuldigung. Ich habe jetzt nochmal gedrückt. Aber Menschen, mit denen ich Geschäfte mache, schaue ich gern in die Augen. Mit Jaxter hatte ich schon das Vergnügen. Und die süße T-Bug hat mir vor 2 Jahren geholfen. Darum sind wir jetzt hier. Okay, nochmal wollen wir es nicht hören. Ich habe eine hübsche Testmission für dich. Aber dazu später mehr. Nochmal? Nein. Lass hören. Worum geht's? Da ist dieser Tech-Prototyp. Ein Biochip, genauer gesagt. Den sollen wir klauen. Ganz einfach. Mhm. Schätze, der gehört einem Konzern. Mhm. Arasaka. Ist das ein Problem für dich? Konzerne verdienen keine Sonderbehandlung. Du machst keine halben Sachen, was? Das ist der Beginn einer wunderbaren Freundschaft und haufenweise Eddies. Schieß los. Wie ist der Plan? 2 Dinger. Erst was Kleines mit den Maelstrom-Jungs, das dringend erledigt werden muss. Danach ein Rendezvous. Easy. Die Kundin, die uns den Job verschafft hat, ist ungeduldig, will mit einem vom Team plaudern. Die Kundin. Wie ist die drauf? Wozu das Treffen? Heißt Evelyn Parker. Sicherheitscheck war nicht leicht. Hab durchsickern lassen, dass ich Informationen suche. Und weiter? Paar Brüder aus Pacifica haben sich gemeldet. Meinten, ich soll nicht rumschnüffeln. Und das war's. Jedenfalls will die Kleine jemanden treffen, der dabei ist. Der die ganze Sache mit durchzieht. Verstehst du? Ich bleib auf Abstand. T-Bug kann ich gut mit Leuten. Und Jackie hat Talent, kann aber nicht alles. Du weißt schon, was ich meine. Bleibst nur noch du. Was für ein Problem hast du mit Maelstrom? Gibt's Zoff? Steck den Splitter ein. Wir haben einen echten Klassiker. Psycho Gang zieht ihr Ding durch, überfällt vor 2 Wochen Militech-Konvoi und entkommt. Und der Konzern weiß nicht mal, dass Maelstrom dahinter steckt. Die Sache ist, im Konvoi war der Flathead, kleiner Kampfbot. Ein Prototyp. Dieses Hightech-Kerlchen hätte ich gern. Denn ohne den Bot gibt's auch keinen Saka-Chip. Und das war's dann mit dem Glück bis ans Ende aller Tage. Aber pass auf, der Kleine ist ein Einwegspielzeug. Eigentlich habe ich das verdammte Ding astrein von Maelstrom gekauft. Nur leider von dem Kerl, der Brick hieß. Ich sage hieß, weil Brick der Anführer war. Bis 3 Tage nach Abschluss des Deals. Dann kam sein Kumpel und Gangbruder Simon Randall, auch Royce genannt, und hat ihn gestürzt. Royce hat jetzt das Sagen. Und ich habe keinen Schimmer, ob er das Wort seines Vorgängers hält. Und als wäre das nicht genug, interessiert sich plötzlich Meredith Stout von Militech für den Konvoi. Dieser Royce, wie ist der so? Totaler Psycho, von der chromverrückten Sorte. Davon gibt's hier viele. Da hast du recht. Nur gibt's noch ein paar Schlimmere, die ihre eigenen Freunde durch einen Mikrowellentrockner jagen würden, wenn sich's lohnt. Angeblich zerplatzen zuerst die Augäpfel. Gibt ein hübsches Plopp, dann wird der Rest zu Gulasch. Die Konzernagentin, wie ist die drauf? Weiß ich selbst nicht. Fragt überall wegen dem Konvoi herum, als hinge ihr Leben davon ab, ihn zu finden. Ihre einzige Spur liegt gefesselt in ihrem Kofferraum.
Klingt, als wurde sie bei der Übergabe versetzt. Der Monochroma im Kofferraum ist bestimmt ihr Hauptverdächtiger. Hat nichts gegen ihn in der Hand, also behält sie ihn bei sich. Entweder sie findet die Ware, oder ihre Bosse finden heraus, dass sie es vermasselt hat. Nicht schlecht, Miss V. Beeindruckende Schlussfolgerung. Nutz die Infos, wie du willst. Am besten zu deinem Vorteil. Natürlich brauchst du dafür Infos über unser Angsthäschen. Schick sie dir gerade. Hab alles, was ich brauche. Legen wir los. Genau das wollte ich hören. Ich arrangiere das Treffen mit Mrs. Parker im Lizzie's, aber den Flathead holst du allein. Eins noch, Miss V. Ruhiges Leben oder ruhmreich draufgehen? Hm? Wir sehen uns. Okay, das war wieder viel. Ja, Street Creed. Bestimmte Handlungen bringen dir Street Creed ein. Verdiene mehr Street Creed und mach dir einen Namen in der Unterwelt von Night City. So werden sich dir völlig neue Möglichkeiten eröffnen. So. Jaxter, hab mit Dex gesprochen. Hey, Gordito ist ein dicker Fisch. Nicht nur sprichwörtlich, was? Er weiß auf jeden Fall, wie er sein Business beschützt. Wir sollen ein paar Probleme ausbügeln. Vorarbeit, bevor er uns einen großen Job gibt. Es geht um einen Kampfbot. Militärischer Prototyp. Maelstrom hat ihn sich gekrallt. Dex hat sie dafür bezahlt. Aber dann hatte die Gang auf einmal einen neuen Boss. Stimmt. Habe ich gehört. Royce gegen Brick. Feindliche Übernahme. So ist es. Dex will, dass wir mit Royce reden. Er hat mir auch die Nummer einer Militech-Agentin gegeben, aber kein Plan, ob die uns helfen kann. Chingon. Du klingst nicht begeistert. Was weißt du über Royce? Und der Typ ist besonders durchgeknallt. Royce schnüffelt Chrom wie Junkies Drogen. Und da ist noch was. Ich soll mit der Auftraggeberin von dem Job reden. Evelyn Parker. Du? Und was macht Dex? In seiner Limo rumfahren und übers Holo Tussen anbaggern? Parker will jemanden aus dem Team treffen. Also schickt Dex mich. Wird sich was dabei denken. Also, wie willst du das angehen? Erst Maelstrom oder erst Parker? Ich denke, wir sollten erst bei Maelstrom anklopfen. Und zwar ziemlich laut. Orale, dann gehe ich zur All Foods Fabrik. Schnüffel die Gegend etwas aus. Hasta luego. Ja, triff dich mit Jackie. Was ist als nächste Nebenaufgabe? Melde dich bei Mitch Agenny Maelstrom. Moment, wie war das mit dem Telefon? Halten, ja. Dexter, Victor, Jackie Wells. War das Jackie? Jackie Wells ist doch. Das ist. Komm schon. Kontakte. Dexter, live. Jones, Tivak, Victor. Was war jetzt das Neben? Wie hieß der Name? Meredith Stout. Meredith Stout. Habe ich das hier drin? Ah, doch, habe ich. Ah, okay. Stout hier. Zuerst sagst du mir, woher du diese Nummer hast. Ich habe mehr als nur deine Nummer. Hab gehört, du hast einen Konvoi verloren. Du da, stopf ihm das Maul! Raus mit der Sprache, was weißt du? Ich weiß, in welcher Scheiße du wegen dem Transport steckst. Also, hör zu. Du und ich, wir werden uns treffen. Vielleicht können wir uns gegenseitig helfen. Gegenseitiger Eigennutz. Na gut.
Erste Ausfahrt auf der Skyline Richtung NID. Sturmkanal unter der Überführung. Wir treffen uns dort. Ah, okay. Triff dich mit Jack. Triff dich mit Meritives Agenda. Triff dich mit Jackie. Erste Ausfahrt, Einfahrt. Was ist, wo muss ich da denn schauen? Auf jeden Fall auf die Karte. Moment, was ist das? Finde den Ping. Geht schon los, wird schon verrückt. Gib dich zwischen 19 und 19 Uhr in die Bar. Triff dich mit Agenten, Journal. Triff die Meditech-Agenten. Triff die Meditech-Agenten. Meditech-Agentin ist optional. Also optional, dann bleiben ja die anderen Ziele noch über. Dann bleibt das ja alles so, wie das bleibt alles so, wie es ist. Ja, dann bleibt mir das ja so. Dann kann ich ja auch zwischendurch speichern. Ist ja auch schon lang, ja. Das sind meine ersten holpriger Anfang hier in Cyberpunk 2077. Und damit möchte ich erstmal das beenden. Bis zum nächsten Mal, bis zum Auftrag jetzt mit dem Treffen der Agentin. Und dann bin ich erstmal weg. Vielen Dank fürs Zusehen und Zuhören. Das nächste Mal dann hier. Selbe Stelle, selbe Welle. Okay, ich bin weg. Tschüss.